Jetzt, nachdem wir einige Grundbegriffe im Fehlerkontext kennen, bietet es sich nun an, die 6 relevanten Begriffe, also Abweichung, Fehlhandlung, Fehlerzustand, Fehlerwirkung, Grundursache sowie Auswirkung im Zusammenhang zu beleuchten. Grundsätzlich werden beim dynamischen Testen zunächst keine Fehlerwirkungen, sondern Abweichungen oder Anomalien gefunden. Eine Abweichung weicht also vom Sollergebnis während des Testens ab, das in der Folge weiter untersucht werden sollte. Eine Abweichung kann eine Fehlerwirkung im Testobjekt darstellen, kann aber auch andere Ursachen haben. Dies festzustellen und einen reproduzierbaren Weg zur Erzeugung der Fehlerwirkung zu ermitteln, ist Sache der Voranalyse. Wenn die Fehlerwirkung innerhalb des Testobjekts liegen muss, wird ein Fehlerbericht erstellt. Die Entwicklung lokalisiert dann den Fehlerzustand im Rahmen der Fehleranalyse. Statische Tests haben den Vorteil, direkt den Fehlerzustand ermitteln zu können. Hier kann man somit keine Fehlerwirkung feststellen. Statische und dynamische Tests gehören zu den analytischen Maßnahmen. Fehlerzustände fallen jedoch nicht vom Himmel, sondern beruhen letztlich auf Fehlhandlungen. Also führen Menschen Aufgaben fehlerhaft aus. Die Grundursache beschreibt hierzu den Effekt, welcher maßgeblich betreffende Fehlhandlung begünstigt. Konstruktive Maßnahmen versuchen im Rahmen der Ursachenanalyse Fehlhandlungen zu ermitteln und deren Grundursache in der Folge zu beseitigen. Damit reduzieren sich zukünftig Fehlhandlungen und die damit verbundenen Fehlerzustände und Fehlerwirkungen. Nur Fehlerwirkungen, welche in der Produktion auftreten, haben Auswirkungen in Form von Nichtverfügbarkeit von Systemen oder weiterer Folgeschäden.